Um wen geht es in der Bibel? Dreht sie sich um dich oder um Jesus? Lehrt uns die Geschichte von David und Goliath mehr wie David zu sein? Oder redet sie über den einen, der den einzigen Riesen besiegte, der uns töten kann? Um den, der den Sieg für uns errungen hat? Um wen geht es? Das ist die grundlegende Frage. Wenn man das erkennt, beginnt man die Bibel ganz anders zu lesen. Denn Jesus ist der wahre und bessere Adam. Er widerstand der Versuchung im Garten und sein Garten war viel härter. Und sein Gehorsam wird uns angerechnet. Jesus ist der wahre und bessere Abel. Sein unschuldig vergossenes Blut schreit zum Himmel. Jedoch nicht, um uns anzuklagen, sondern um uns gerecht zu machen. Jesus ist der wahre und bessere Abraham. Er folgte dem Ruf Gottes und verließ den Komfort seiner Heimat, ohne zu wissen, was ihn erwartet. Jesus ist der wahre und bessere Isaak. Er wurde von seinem Vater auf dem Berg als Opfer dargeboten, aber nicht verschont, sondern wirklich für uns alle geopfert. Gott sagte zu Abraham, jetzt weiß ich, dass du mich wirklich liebst, denn du hast deinen einzigen Sohn nicht verschont. Und jetzt können wir am Fuße des Kreuzes stehen und zu Gott sagen, jetzt wissen wir, dass du uns wirklich liebst, denn du hast deinen einzigen Sohn, den du liebst, nicht verschont. Jesus ist der wahre und bessere Jakob. Er kämpfte und empfing die Schläge des Gerichts, die wir verdient haben. Und so empfangen wir, wie Jakob, nur die Wunden der Gnade, die uns wachrütteln und unterweisen. Jesus ist der wahre und bessere Josef. Er sitzt zu Rechten des Königs und vergibt denen, die ihn verraten und verkauft haben. In seiner Macht rettet er sie. Jesus ist der wahre und bessere Mose. Er steht im Riss zwischen dem Volk und dem Herrn und schließt so den neuen Bund. Jesus ist der wahre und bessere Felsen in der Wüste. Er wurde mit dem Stab des Gerichtes Gottes geschlagen und aus ihm fließt Wasser auf das dürre Land. Jesus ist der wahre und bessere Hiob. Er leidet wahrhaftig unschuldig und rettet durch seine Fürbitte seine dummen Freunde. Jesus ist der wahre und bessere David. Sein Sieg wird zu einem Sieg für das ganze Volk, obwohl sie kein bisschen dazu beigetragen haben. Jesus ist die wahre und bessere Esther. Er riskierte nicht nur den irdischen Palast zu verlieren, sondern verlor letztendlich den himmlischen. Er riskierte sein Leben nicht nur, er gab es hin. Statt, falls ich sterbe, sterbe ich zu sagen, sagte er, wenn ich sterbe, sterbe ich für sie, um mein Volk zu retten. Jesus ist der wahre und bessere Jona. Er wurde in den Sturm hinausgeworfen, damit wir aus ihm gerettet werden können. Jesus ist das wahre Passahlamm, der wahre Tempel, der wahre Prophet, der wahre Priester, der wahre König, das wahre Opfer, das wahre Lamm, das wahre Leben, das wahre Brot. Die Bibel dreht sich nicht um dich, es geht um Jesus.